Tableau ist eigentlich eine Frage-Antwort-Maschine. Ich habe eine Frage, ich nehme Tableau und dann bekomme ich eine Antwort. Wenn ich kein Tableau hätte, würden wir uns sehr viel schwerer tun, weil dann hätten wir die komplette Visibility von unseren Daten nicht. Und ich kann mir vorstellen, dann hätten wir bei sehr viel weniger Kunden den Erfolg. Mit Tableau kann ich es ihm direkt zeigen. Sagen, hier, schau drauf. Es ist in 5 Minuten, habe ich eine Grafik für ihn, die er begreifen kann. Und wenn das auch immer nur der erste Schritt ist, aber wenn er diesen Schritt gegangen ist, dann befindet er sich auf einer langen Reise mit Tableau. Wir verwenden Tableau seit fast einem Jahr und haben das seit einem Jahr im Produkt und in der Anwendung bei der SOTEC. In unserem Spitzenprojekt, da reden wir über 500 Gigabyte an Daten, die wir handeln. Das ist ein Shop, ein Retail-Shop, und dort sind Einkaufsbelege drin und wir reden über mehr als 1 Milliarde Belege, also 1 Milliarde Rechnungen. Wenn man sich das Ganze ein bisschen visualisiert, jede Rechnung ist so ein Zehntelsmillimeter dick, das gäbe einen Stapel, der ist 100 Kilometer hoch. Tableau hat uns überhaupt erst ermöglicht, diese Daten so aufzubereiten, dass wir dem Kunden sagen können, schau her, jetzt hast du eine durchgängige Story von der Entstehung deiner Daten bis hin zur Auswertung deiner Daten. Das heißt, ohne Tableau würden wir uns sehr viel schwerer tun, dem Kunden zu zeigen, dem Kunden klarzumachen, wo ist der Mehrwert. Es ist auch möglich, die Daten aus verschiedenen Quellen zu kombinieren. Entweder wir machen das, wenn es um sehr, sehr große Datenmengen geht, schon vorher, dass die verschiedensten Datenquellen in der Datenbank abgelegt werden. Aber wenn man kleinere Betriebsdatenmengen hat, dann kann man die sehr schön mit Tableau über Excel zum Beispiel bereitstellen, mit reinziehen, die werden automatisch verlinkt, so dass man auf der einen Seite diese 500 Gigabyte an Daten hat, aber dann, wo die Shops stehen und wie viele Einwohner eine Stadt hat, damit man das in Relation setzen kann, ist in einer kleinen, schicken Excel-Tabelle, die irgendwo auf dem Rechner drauf liegt. Heute will und kann niemand mehr auf einen Report einen halben Tag warten. Und das heißt, die Geschwindigkeit, mit der die Daten ausgewertet werden, also die Geschwindigkeit, in der Dashboard aufgebaut ist, selbst auf diesen 500 Gigabyte an Daten, das sind nur noch Sekunden, das sind keine Stunden mehr, in denen man hier warten muss. Und der extreme oder der große Vorteil, wenn ich früher eine kleine Änderung meiner Frage hatte, habe ich die in die IT gegeben, 3 Wochen später kamen sie dann und sagen, okay, dein Report ist fertig und heute kann ich Änderungen selber direkt einfügen, machen, laufen lassen und ich sehe mein Ergebnis in Minuten. Das ist also, das ist eine Evolutionsstufe, die wir hier gehen, und die ist auch sehr, sehr wichtig und nützlich.